die FDP-Fraktion. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, angesichts dieser Hochwasserkatastrophe und der vielen Menschen, die ihr Leben verloren haben, der fast 800 Verletzten und der 10.000, die ihr Dach über dem Kopf verloren haben, will ich eines betonen. Wir alle haben großen Respekt vor denjenigen, die gegenseitig sich Hilfe vor Ort geleistet haben. Und unser aufrichtiger Dank geht an alle Helferinnen und Helfer in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz und an all die Rettungskräfte, die ihr Leben riskiert haben, um den Menschen zu helfen. Ich glaube, das ist wichtig zu betonen am heutigen Tage. Und gerade weil diese Katastrophe so ein großes Ausmaß hatte, ist es jetzt umso wichtiger, dass die Menschen in den betroffenen Regionen eine Perspektive bekommen. Wir hätten uns gewünscht, das will ich an dieser Stelle deutlich sagen, Herr Bundesminister Scholz, wir hätten uns gewünscht, dass das viel schneller geht. Wir haben unmittelbar deshalb noch im Juli einen Gesetzentwurf, der ja durchaus in weiten Teilen deckungsgleich ist mit dem Gesetzentwurf, den Sie hier vorgestellt haben, für einen Wiederaufbaufonds vorgelegt. Unser Gesetzentwurf trägt übrigens das Datum 28. Juli. Als Opposition haben wir das getan. Schon vor einem Monat hätte man Klarheit für die Betroffenen schaffen können. Sogar zu der heutigen Sondersitzung musste doch in Wahrheit auch diese Bundesregierung gezwungen werden. Deswegen sage ich deutlich, angemessener wäre es gewesen, wenn der Deutsche Bundestag bereits Anfang August zusammengetreten wäre und diese Hilfen auf den Weg gebracht hätte. Denn Perspektive ist das, was die Menschen vor Ort brauchen. Und neben den finanziellen Hilfen, über die wir uns weitestgehend einig sind und dann im September endgültig beschließen werden, will ja der Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen den Wiederaufbau auch durch schnellere Planungsverfahren deutlich erleichtern. Das ist gut, aber das ist in Wahrheit, liebe Kolleginnen und Kollegen von Union und SPD, nichts Neues. Das sind alles Punkte, die wir hier in den letzten Jahren bereits diskutiert hatten. Ich hätte mir gewünscht, dass man nicht angesichts einer solchen Katastrophe aufwacht, sondern ich hätte mir gewünscht, dass die Vorschläge meiner Fraktion hier vernünftig diskutiert werden und auch übernommen werden von der Bundesregierung. Und Frau Kollegin Hasselmann, jetzt ist sie nicht mehr da, ich hätte mir auch gewünscht, dass die Grünen, gerade weil wir uns einig sind bei der Bekämpfung des Klimawandels, nicht über den Weg, aber im Ziel in jedem Fall, und weil wir wissen, dass Klimafolgenbewältigung so wichtig ist, und Herr Ministerpräsident Laschet, Sie haben das gerade erwähnt, schnelle Verfahren sind jetzt das Gebot der Stunde, gerade weil vorbeugender Hochwasserschutz so verdammt wichtig ist, um Menschenleben zu retten. Und ich weiß, dass Ihre Landesregierung da in den letzten Jahren noch einiges gemacht hat in Nordrhein-Westfalen. Aber gerade weil das eine nationale Anstrengung ist und Klimaschutz nur ein Baustein ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, lasst uns bitte nicht immer nur über schnellere Planverfahren reden, sondern jetzt geht es darum, Perspektiven für Menschen zu schaffen, die ihre Häuser wieder aufbauen wollen, und die öffentliche Infrastruktur so herzurichten, dass so etwas in Deutschland möglichst nicht wieder passiert, meine Damen und Herren. Das ist unsere nationale Aufgabe, die müssen wir als Bundestag ernst nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der Hochwasserschutz im Binnenland, ich habe es gesagt, wird eben eine ganz, ganz wichtige Säule sein, um solche Flutkatastrophen in Zukunft zu verhindern, und natürlich auch der Katastrophenschutz und natürlich auch moderner Katastrophenschutz. Auch da, mit Verlaub, das Thema Cell Broadcasting, das forciert meine Fraktion fast seit Jahren. Das haben wir immer wieder thematisiert. Bisweilen wurde gesagt, es sei aus Datenschutzgründen nicht möglich. Jetzt kommt es zum Glück, der Bundesinnenminister ist nicht mehr da, aber jetzt kommt es zum Glück hoffentlich zeitnah, und auch das kann in Zukunft Menschenleben retten. Und zum Schluss will ich sagen, Herr Bundesfinanzminister Scholz, bitte wiederholen Sie bei der Auszahlung der Gelder nicht die Fehler bei den Corona-Hilfen. Bürokratisch muss auch wirklich unbürokratisch sein. Hier haben viele Menschen viel Leid erfahren, und die dürfen nicht lauter Zettel jetzt ausfüllen müssen in den kommenden Monaten, sondern denen muss wirklich unbürokratisch geholfen werden. Ich höre von ersten Unternehmern, die die Soforthilfen wieder zurückzahlen wollen, weil sie teilweise steuerliche Nachteile erfahren. Kollege, all das, ich komme zum Schluss, Frau Präsidentin, all das haben wir bei den Corona-Hilfen alles schon einmal durchdiskutiert. Das Gebot der Stunde ist wirklich schnelle und unbürokratische Hilfe. Wenn das Ihr Wunsch ist, Herr Scholz, dann haben Sie uns an Ihrer Seite. Bitte machen Sie das möglich für die Menschen in NRW und Rheinland-Pfalz. Vielen Dank. Das Wort